Und somit willkommen zurück zu Skyward 12. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal hatten wir die erste Prüfung bestanden und bekamen daraufhin die Wasserdrachenschuppe, mit der wir jetzt unter Wasser schwimmen können. Sehr schön. Und schwammen in den großen Baum. Ja, Baum. Hinein und kamen dann hier schon eine Etage nach oben oder so. Und hier geht's dann jetzt direkt weiter. Deine Verstärkung bringt dir auch nichts weiter. Zack. Schön. Ah, da liegt auch noch was. Nehmen wir auch mit. Okay, sehr schön. Okay, da ist nichts. Wer meckert hier rum, Alter? Ja, ein komisches Geräusch hier. Du hast den höchsten Punkt des Baumes erreicht. Wenn du dich von hier aus umsiehst, kannst du vielleicht bisher unbekannte Gebiete entdecken. Okay, danke. Ach, der meckert doch. Gebiete, dort oben. Das ist ein bisher unbekannter Cue. Das zuvor vorgenommene Geräusch war mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sein Schnarchen. Aha. Interessant. Bestört. Oh, ein Menschen. Sieht man hier nicht alle Tage. Ich bin ein Einsiedler vom Volke der Q und wache über diesen Wald. Ich weiß nicht, wie du es hierher geschafft hast, aber kannst du mich denn auch sehen? Jo. Und das, obwohl selbst die anderen Q mich nicht sehen können. Aber sag, was will ein Mensch wie du eigentlich hier? Die Flamme, nix. Ja, die Flamme. Du suchst die Flamme für dein Schwert, um einen dir wichtigen Menschen finden zu können? Hm, ein Mensch, der mich sehen kann und nach der Flamme sucht. Versprichst du mir, dass du niemanden verrätst, was ich dir nun erzähle? Auf jeden Fall. Dann verrate ich dir jetzt, was sonst niemand weiß. Die Flamme, die du suchst, man nennt sie Faroris Flamme. Diese Flamme, ihre Geschichte beginnt zu jener Zeit, da die Göttin noch unter uns wandelte. Sie vertraute die Flamme dem Wasserdrachen an, der hier im Wald von Pyrone lebt. Es heißt, die Göttin hätte sie für den, der vom Himmel kommt, in der Obhut des Wasserdrachen zurückgelassen. Und ich habe so das Gefühl, dass du das bist. Ich denke, du solltest dem Wasserdrachen mal einen Besuch abstatten. Ja, wo ist er denn da? Der Wasserdrache, der die Flamme hütet, haust im großen See im Süden des Waldes. Dort zum See ist allerdings verschlossen, um Unwürdige fernzuhalten. Aber ich erkläre dir, wie du es öffnen kannst. Aha. Auf dem Tor ist ein Symbol. Du musst es mit der Kraft der Göttin erfüllen. Jedoch fehlt ein Teil des Symbols. Du musst es also vervollständigen. Um herauszufinden, wie der fehlende Teil aussieht, musst du dieses Symbol hier irgendwo im Wald finden. Das Gegenstück des Symbols im Süden befindet sich im Norden. Aha. Sieh dich mal an den Ort, den ich auf der Karte markiert habe. Okay, da müssen wir dann hin. Was ist? Hast du gemerkt, wo das Symbol findet? Ja, habe ich. Gute Reise. Warte! Das habe ich noch vergessen. Der Wasserdrache ist sehr stolz und legt Wert auf gute Manieren. Also achte auf dein Benehmen. Wenn er schlecht gelaunt ist,
Sagen wir so, gerade dann hat er Besuch zum Fressen gern. Vergiss nicht, du darfst niemanden verraten, dass ich dir von Farores Flamme erzählt habe. Bin zu jung, um gefressen zu werden. Und achte auf deine Manieren. Ich gehe wieder schlafen. Ja, mach das mal. Alles klar. Nein! Nein, 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 nein. Oh, oh mein Gott, das war nicht so schlau jetzt. Ein Vollschlag zu diesem... Oh, geh weg, Alter. Eigentlich wollte ich da runterspringen, dass ich hier zu diesem Stein komme. Also so, wir sehen uns dann nochmal gleich oben. So, hier oben wieder angekommen. Schauen wir mal nach unten. Da befindet sich auch direkt der Stein. Dann müssen wir hier nur noch runterspringen und richtig landen. Schön. Perfekt. Und in den Himmel mit dir. So, dann müssen wir da zur blauen Säule, die wir eben markiert haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies das Symbol ist, von der Einsicht der Sprache, beträgt 80%. Ich schlage vor, dass du dir dieses Symbol gut einprägst. Ja, so ein Kreis, dann zwei Halbmonde. Ist kein Problem. So, wo war das denn hier auf der Karte? Mal schauen. Hier? Das kann gut sein. Ja, genau hier müssen wir lang. Scheiß Ding, Alter, was besiegst mich? Ah, die fallen direkt hin, ne? Gib mir ein Herz, nein, okay. Dann müssen wir einmal hier hoch. Zack, weg. Und hier ist es ja der Kreis wird nur. Okay, mal schauen mal, was sie sagt. Pyramid, eine Wahrscheinlichkeit von Anspruch findet sich hinter dir so eine Flamme. Ich glaube, der Göttin von dir für einen sie da erzählt hat, ist wohl der Himmelstrahl. Er vervollständigt das Siegel, befehle den Himmelstrahl zu sammeln. Und vor dem Tor des. Was muss er zu zeichnen? Hä, zeichnen wie das denn? Aha, okay. So, jetzt muss ich ja einen Kreis zeichnen. Erkennst du das? Ja, okay, hat er erkannt. Genial. War nicht ganz rund, aber es hat funktioniert. So. Einmal ein Herz, komm. Da ist er runter. Juhu! Ja, das war auf jeden Fall richtig. Gloria See.
Der Rest der Karte wird jetzt auch eröffnet. Sehr schön. Ah, okay. Aber wir werden richtig weggeschrieben hier. Ah. Okay. Die Strömung ist zu stark. Oh. Was ist das denn für einer? Er heißt Queb. Was? Noch ein Mensch? Ich verschwinde, bevor er mich sieht. Zu spät. Hinterher einfach. Ja, da lang. Komm. Du Nervensäge, folg mir nicht weiter. Ich sag es sonst den Wasserdrachen. Oh, du bist ganz schön weit gekommen, aber hier schaffst du es sicher nicht hindurch. Siehst du das anders? Dann versuch doch, mich zu fangen. Easy. Unmöglich, ein Mensch kann diese Technik nicht einsetzen. Oh, du hast eine Wasserdrachenschuppe? Heißt das, du bist der Auserwählte der Göttin, von dem der Wasserdrache vor langer Zeit gesprochen hat? Wenn das so ist, kannst du den Wasserdrachen vielleicht helfen. Bring mich hin. Das ist erst vor kurzem geschehen. Eine Bande von roten Kerlen und ihr gemeiner Anführer haben den Wasserdrachen angegriffen. Der Wasserdrache ist sehr mächtig und hat sie auch fast alle gefressen, aber es waren doch zu viele. Ihr Anführer hat es geschafft, den Wasserdrachen zu verwunden. Unser Wasser reicht für das Heilen seiner Verletzung nicht aus. Bitte rede mit dem Wasserdrachen. Bringe dich zu ihm. Ah, hätte es mitnehmen können. Ja, sieht schön aus hier. Wo ist er jetzt? Hä? Da. Hier sollte ein Freund von mir auf uns warten, aber er ist nicht hier. Versperren uns Felsen den Weg. Was machen wir jetzt? Wegsprengen. Oder? Ah, Moment. Die müssen dagegen knallen irgendwie. Aber wie? Naja, so geht's auch. Ah, bitte friss mich nicht. Keine Angst. Du frisst mich nicht? Puh. Also die Lärm und Getöse und da habe ich mich versteckt. Okay. Geh weg! Aha, sehr schön. Ein paar Rubine. Oh, sehr schön. Das war der richtige.
Gibt's hier noch mehr? Alles. Bald sind wir da. Da vorn wartet der Wasserdrache. Ja, aber einen Moment noch. Okay. Hier gibt's auch noch was. Die Frage ist ja, ob wir den hier kaputt kriegen. Ja. Oh, 100 Rubine. Nein, nimm den mit. Oh ne, 300? Ne, 100, ne? So, dann geht's weiter. Geh weg. Hier, hier, schnell. Was? Du kannst nicht weiter? Ihr Menschen seid ja wirklich unpraktisch. Geh baut. Kommst du nicht oben rüber? Ja, vielleicht schon. Ach, ich weiß wie. Und sehr schön. Hab geklappt. Fantastisch. Nicht du, schließlich ist dir das nur dank der Wasserdrachen schon bei gelungen. Ja, ne? Oh, wenn ernst ist, müssen wir da wieder rüberspringen? Der war schlecht. Liegt da was? Oh, cool. Ah, oh, das ist schön. Oh, bleib drauf. Ja, geht doch weg, Alter. Meine Güte. Ja, komm her. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Oh ja. Juhu, in den Himmel! Natürlich ist es da oben offen, sonst würde er gar nicht an Land gehen. Okay. Hier kann man auch speichern. Das ist auch gut. Und hier oben. Geh weg. Noch eine Truhe. Mal schauen, was drin ist. Geschenk der Göttinerden. Es heißt, dieser legendäre, sehr seltene Schatz habe ein der Göttin selbst gehört. Aber hatten wir schon mindestens einen. Okay, wo geht's weiter? Da. Schön. Oh, ist das geil. Ah, nicht dieser Fisch. Ganz schön. Schwämme dieser Fische haben den Wasserdrachen angegriffen. Sei vorsichtig. Ja, easy, Alter.
ganz einfach zu besiegen. Großartig, kein Zweifel, du musst der Auserwählte der Göttin sein. Endlich da. Ja, mach auf. Mach Tür auf. Gleich sind wir beim Wasserdrachen. Bitte warte einen Moment. Genial. So ein Schloss will ich auch haben. Weiß keiner, wie man das dann öffnet. Hier entlang. Gerne. Schön. Dann kommen wir zum Wasserdrachen. Wo ist er? Aber wir schauen mal hier uns hier unten um. Ob hier irgendwas noch ist auf der Karte, gibt jetzt auch nicht wirklich was gezeigt, also okay, dann klettern wir hier hoch. Das soll das sein? Ernsthaft? So ein kleiner? Er heißt sogar Pirone. Was muss ich da sehen? Ein Mensch? Dieser Ort ist mein Heiligtum. Wesen wie du dürfen hier nicht einfach so herumplanschen. Und sag, wie bist du eigentlich überhaupt hergekommen? Ich habe mich verlaufen zu der Wasserdrache. Ich bin in der Tat der Wasserdrache Pirone und behüte im Auftrag der Göttin dieses Landes. Auch in dieser Gestalt diene ich der Göttin. Interessant. Du besitzt eine Wasserdrachenschuppe. Nur der von der Göttin Auserwählte kann sie erlangen. Du bist also auserwählt? Aber die Schuppe allein reicht nicht, um hierher zu finden. So, der Q-Einsiedler hat es dir also verraten. Er hat mir versprochen, diesen Ort geheim zu halten. Nun, ich denke, ich werde ihn fressen müssen. Aber gut. Du bist sicher auf der Suche nach der heiligen Flamme. Hab ich vergessen. Nun, das dachte ich mir. Ich kann nicht glauben, dass die Göttin einen kleinen, schwachen Jungen wie dich ausgewählt hat. Aber lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Der Anführer der Monster, Girahin, hat mir eine Wunde zugefügt. Aha, war es doch hier. Das heilige Wasser in diesem Behälter sollte sie eigentlich heilen, aber die Wirkung lässt bisher zu wünschen übrig. Ich brauche frisches Wasser. Menschkind, du musst mir heiliges Wasser bringen, wie das in diesem Behälter. Im Gegenzug zeige ich dir, wo du die heilige Flamme findest. Alles klar. Ich habe das verbliebene Wasser analysiert. Kann nun mit der Aurasuche aufspitzen. Yay, cool. Mita, du besitzt eine leere Flasche, dahin kannst du das Wasser transportieren. Okay, danke. Folge diesem Weg in den Wald von Pyrone. Nun beeile dich, ich warte nicht gern. Okay, kein Problem. Wenn wir uns beeilen, aber nicht mehr heute, dann bedanke ich mich herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Und dann sage ich nur, ich bin Basti, bleibt fit und ciao.